Ich bin in einer Welt aufgewachsen, die mit Bildern von Menschen bombardiert wurde, die nicht so aussahen wie ich. Ich dachte, ich sehe aus wie ein Freak. Mein eines Bein ist dicker als das andere und das liegt daran, dass mein Lymphsystem nicht richtig arbeitet. In diesem Bein hatte ich ein 22 cm langes Blutgerinnsel in der Vene. Als ich 13 war, fragte ich mich, warum habe ich so eine große Krampfader auf der Rückseite meines Beins? Es war mir peinlich, denn sie war nicht gerade schön anzusehen. Mit dieser Krankheit muss ich oft darüber nachdenken, ob ich etwas tun kann oder nicht. Wenn ich die Kompression nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich ans Haus gefesselt. Ich möchte den Leuten einfach zeigen, was man alles tun kann. Und nicht nur, dass man es tun kann, sondern auch, dass es gut für den Körper ist. Im Wasser muss ich mir gar keine Gedanken über meine Beine machen. Ich wollte schon immer ein Model sein. Aber wer hat ein Lymphödem und ist ein Model? Niemand. Wir haben diese eine Sache gemeinsam, über die wir normalerweise nicht sprechen. Sechs Menschen mit sechs unterschiedlichen Geschichten. Aber wenn wir im Schwimmbecken sind, sind wir alle völlig gleich. Es hält mich nicht davon ab, irgendwas zu tun. Also mache ich, was ich tun will. Ich nehme an, wir sind alle unterschiedlich. Und genau das sind wir auch.